choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpi. Ich habe unendlich Hüte und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Ja, wir gehen mal direkt hier in den Kampf rein. Ne? Letzte Folge haben wir ja versucht, gegen hier Sonntag abzustinken. Ne? In der letzten Folge ist ehrlich gesagt eine Menge passiert, weil ich habe eine 3-stündige Aufnahmesession gemacht am Stück. Da war ehrlich gesagt gestern. Und ja, ich will heute mal fertig werden. Ich dachte erst, ich habe da Glocke irgendwie hängen, so an meiner Hüfte. Und ja, wir sind hier. Ich glaube vor dem finalen Kampf. Ich glaube nicht, dass da noch mehr kommt. Ne? Und ja, letztes Mal ist eine Menge passiert. Ne? Wir haben das Theater abgeschlossen, haben gegen Sonntag einmal gekämpft, haben den erledigt. Wir haben das Spiel mehr oder weniger abgeschlossen gehabt, aber dann hat sich ausgestellt, alles war nur ein Traum und jetzt sind wir wieder hier zurück im Traum und jetzt müssen wir mit Archons Hilfe hier die Leute hier alle aufwecken und mit Bootel und uns nochmal Sonntag stellen, ne? So, die Cutscene haben wir alles schon gesehen, deswegen gehe ich jetzt hier einfach eiskalt rein und skip einfach alles, ne? Und ja, dann gehen wir mal da rein und gucken, ob das diesmal klappt. Der Kampf sah wahrscheinlich raus, kommt nichts zu Herausforderung zurücksetzen, ja. Weil sonst habe ich ja wieder ein altes Team, ne? So. So, lass mich mal den Charakter sehen. Was zeigst du mir nicht die Werte von dem? Zeigst du mir nicht die Werte von dem mal kurz? Nee. Nicht, dass dieser Charakter hier stärker ist als meiner, ne? So, mein Team dieses Mal ist folgendes, ne? Ich nehme dieses Team. Und zwar, mein Hauptcharakter muss ja dabei sein, ne? Ich würde am liebsten Robin mit reinnehmen, weil sie die Schwester von Sonntag ist. Aber ja, irgendwie ist Robin. Ich habe mir meinen letzten Part mal angeschaut hier, so meinen letzten Versuch gegen Sonntag. Und er hatte eine Feuer, eine Imaginär und eine Elektroschwäche, ne? Feuercharakter kann ich gerade nicht so gerade mit dealen. Ich meine, ich habe Feuercharakter, aber nicht, was ich gerade so brauche, ne? Und ja, ich habe mir gedacht, ich packe wieder Fußschwan wieder rein, ne? Weil sie hat eine coole passive Fähigkeit, dass sie irgendwie, ich glaube, 18% den Schaden von allen Charakteren im Team reduziert, wenn sie im Kampf dabei ist. Ich glaube, das werden wir brauchen, weil er hat eine Menge Schaden gemacht. Ich habe links anstatt Ho-Ho mitgenommen als Heilerin, einfach nur weil Ho-Hos Ultimate sorgt dafür, dass Energie regeneriert wird und Archon kann damit nichts anfangen, ne? Von daher. Links kann nur ein Charakter heilen. Ich hoffe, das wird mir nicht irgendwie am Ende in den Hintern treten. Aber gucken wir mal, ne? Mit Fußschwan dabei, die noch ein bisschen so Schaden abblockt, wird das, glaube ich, ein bisschen besser. Und ja, gucken wir mal, was schaffen. Ne? So, wir werden die ganzen Cutscenes hier skippen, weil wir haben als im letzten Part gesehen. Wenn ihr die Cutscenes alle sehen wollt, guckt euch den letzten Part an. Ne? Ich gucke mir nicht noch mal an. Ich will heute noch mal fertig werden. So, ich weiß nicht, ob wenn wir hier die Fähigkeiten einsetzen, ob die dann noch bleiben für 2 Runden um 30%. Hm. Ja, muss ein bisschen schneller reden, Mädel. Ja. Zum Galaga. Es kommt Glühwürmchen. Ja. So, Archon hat mit mir eine Unterhaltung noch und ja. Sie zückt ihr riesiges Schwert und schneidet mal kurz alles hier kaputt, ne? Bootelschiss, was war die Katze, können wir uns noch mal anschauen hier. Weil die war ziemlich gut. Sie redet echt nur kryptisch, ne? Also sie ist einfach so stark, ne?
Wie soll denn jeder Bösewicht, der jetzt noch in Zukunft kommen wird, eine Chance haben, wenn sie die ganze Zeit auf den Plan tritt? Wenn sie existiert. Sie kann einfach jeden Gegner hier erledigen, habe ich so ein Gefühl. Sie hat bestimmt Sonntag ja voll one-shotten können, ne? Ups. So, komm her, Sonntag. Das Wochenende ist vorbei. Ja, versuchen wir das Ganze noch einmal. Ey, yo. So, wir kriegen immer noch die Fresse. Ach. So, wie mache ich das am besten? Soll ich mich auf ihn fokussieren oder auf den seine Minions? So. Ich muss meinen Stomper mir hier leiser machen. Ich drücke die ganze Zeit die falschen Knöpfe hier. Da. Aber ich habe mich vorgespult. So, wir haben eine Menge Schaden bekommen letztes Mal, als wir halt versucht haben. Hoffentlich wird das jetzt nicht der Fall sein. So, mit ihr kann ich halt nicht viel machen, außer angreifen. So, ich habe so ein Gefühl, Acheron ist ja aber ziemlich gut, ne? So, warum sind deren Schilde wieder auf Maximum? Habe ich nicht gerade mit meinem Hauptcharakter angegriffen? So. Ich glaube, ihr Ultimate wird hier nicht schlecht sein. So. Okay, Fußschwein, du musst halt hier ein bisschen carryen. Weil letztes Mal haben wir voll viel Schaden bekommen irgendwie. Aber mit Fußschwein jetzt hier auf unserer Seite, ne, wird das glaube ich schon ein bisschen besser, ne? So, und ich konzentriere mich auf den sein Schild. Ich glaube, das ist das Wichtige, ne? Jetzt kommt er aber wahrscheinlich mit vier Stich. Ich sehe gerade da oben links. Na, guck mal, jetzt überleben wir auch sehr viel besser. Hier oben links sieht man, wie viele Leisten da hat, ne? Jede Leiste, jeder Punkt hier ist sozusagen eine Lebensleiste, ne? Also das heißt, er hat drei Lebensleisten, die ich erledigen muss. Also ja, gucken wir mal. So. Ich sollte halt vielleicht so machen, ne? Weil jedes Mal, wenn ein Gegner gebrochen wird, dann kommt das schon auch eine Ladung für ihr Ultimate. Also wenn mein Charakter dann irgendwie die bricht, wäre das nicht schlecht dann, ne? So, wenn er einen von denen trifft. Nein. Ja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein jetzt. Zerstöre alle Echo der Träume schnell. Ich sehe immer noch nicht den Kreis, ne? Der Kreis ist noch da. Ja. Und die teilen sich alle eine AP-Leiste. Das heißt, eigentlich wäre ja gut, wenn ich ja Charaktere wie Hertha oder so dabei hätte, ne? Die ja alle Gegner angreifen können. So. Wird schon. So. So, einer von denen wird gebrochen. Ne, warte mal, brech mal zwei von denen mal. So, warte mal. Ihre Ultimate müsste ja eigentlich voll krass sein, ne? Weil sie den Schild so oder so hier runterhauen kann. Oh ja. Der hat es auf jeden Fall gemacht. Ja, wir sind in der viel besseren Position, ja. Ich hätte nur am liebsten Dings dabei hier. Robin. Weil einfach passen würde, ja. Mit ihr, ne? Aber Robin bringt sie irgendwie nicht so, ne? Sie hat physisch, sie tut den Angriffskraft, die Angriffskraft, der immer irgendwie nicht so bringt hier in diesem Kampf. So, warte mal, heimer dich mal. Decken wir mal unseren Hauptcharakter auf. Ja. Jetzt läuft er ab. So. So, und all deren Schilde sind schon wieder voll. Aber diesmal habe ich auch einen Damage-Dealer hier. So, komm her. So, wir halten Verstärkung. Ich weiß nicht genau, was das alles bedeutet.
weiß noch nicht genau, was das hier alles hier bedeutet, hier, also die ganzen Mechaniken von dem Kampf. Ist das noch? Ja, ne. Ich sehe irgendwie nicht, wie wir weniger Schaden nehmen oder so. Zerstöre die Echo der Träume sehr schnell. Geht doch gar nicht. Ich kann die auch gar nicht erledigen. Aber okay. So, nee, ich hätte erstmal von meiner Hauptkarte einsetzen sollen. Ja. Deswegen macht sie auch so viel Schaden. Ne? Weil je mehr Schaden ich gegen alle Gegner mache, desto besser, ne? Kampf dauert aber so lange, ne? Oh mein Gott. Ah, da wird ein bisschen dauern, ja. Was soll man machen, ne? Aber ey, wesentlich sterben wir jetzt hier nicht in zwei Schlägen. War ein bisschen krass. Ja, was ist das, was ich da bekomme? Ein Schild, der von einem Verbündeten erlittenen Schaden absorbiert. Bevor der Schild aufgebraucht ist oder seine Wirkung abläuft, können Angriffe der Gegner die LP von Verbündeten nicht reduzieren. Okay. Also ich habe gerade ein Schild von 1241. Und niemand... Ja, den nehmen wir gar keinen Schaden. Ja, verdammt. Hm. Der hat noch zwei Balken danach. Das wird ja ewig dauern, bis ich den erledige heute. Aber egal, ich habe mir vorgenommen, das heute zu erledigen. Egal, wie lange das dauert. Manchmal mal fertig werden wir. So. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt eingedacht habe. Ja. Ihre Ultimate sollte ich mir vielleicht auch bewahren. Damit ich für ihr genug Ladung habe. Aber ich will gleichzeitig auch genug Schaden. Also was ich will eher Schaden machen. Den Kampf zu verkürzen. Wie ein Charakter hier so einen Unterschied machen kann, ne? Naja, zwei, ich habe jetzt schon dabei, ne? Oh Mann. Ich überlege aber, für ein Team man ja benutzen könnte noch. Ja. Ich meine, dieser Schild ist zwar nice, aber irgendwie würde ich mir irgendwie mehr Schaden gegen das Viech irgendwie wünschen. Okay, ich wollte eigentlich gucken, aber egal. Ist noch am laufender Teil. Dann ist das die erste Phase, da kommt wahrscheinlich noch viel Schlimmeres gleich, ne? Ey, warum haben die anderen keine Dings hier? Na, was hier? Warum haben die anderen keine Brüche hier? Oder warum sind die ganze Zeit hier sich wieder am Auffüllen? Denn die füllen sich die ganze Zeit wieder auf. Tut er irgendwie zu oft irgendwie noch auf einen Gegner? Okay. Ah. Das ist nicht ein Balken. Gibt's da nicht, ey. Ja, irgendjemand hier geschwächt, nö. Dieses Team ist nicht so gut für Archer, und habe ich so Gefühl. Man will sagen, diese einen Viecher verschwinden in der zweiten Phase oder so. So.
voller AP wieder. Ich habe ein Schild, du kannst mir nichts mehr. Design Typ von Spyro. So, auf wen geht er jetzt alles? Einmal auf ihn, einmal auf ihn, links. Doch, der teilt sich auf. Aber irgendwie nicht so gut, habe ich so Gefühl. Geht irgendwie überwiegend auf das Ziel los, was ich hier anvisiere. So, ja, damit. Ja, jetzt hat sie wieder zwei Aufladungen. Boom. Sie hat ein bisschen geheilt, sehr gut. Jetzt sollte ich mich eher darauf konzentrieren, die Gegner zu brechen, damit Ad schon schnell ihre Ultimate einsetzen kann, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, auf die gebrochenen Gegner drauf gehen. 6758. Ja, ne. Also sollten wir zur Aufgabe machen, jedes Mal einen Gegner hier zu brechen. Mit Ad schon schnell ihre Ultimate einsetzt. Okay, das ist ein bisschen zu riskant. Zeit für die Fälle. Blip. Ja, konzentriere ich mich immer auf einen Gegner. So. Aber der greift gar nicht an. So was denn? So, wir haben gleich die erste Phase von dem Ding ja kaputt gehauen. Cool, ne? Folgen noch zwei. Und da wird es wahrscheinlich noch schwieriger, ne? Ich habe mich auf die vorgegebene Version von meinem Hauptcharakter, die mir das Spiel gegeben hat, ob die stärker ist. Ich habe so irgendwie nichts im Gefühl. Ich habe ein 5-Sterne. Ich habe eine 4-Sterne-Waffe, ja, die voll hochgelevelt ist, ausgerüstet und so. Ich bezweifle das. So, okay, jetzt wird es ein bisschen knapp, okay, Leute. Okay. Ich weiß nicht, warum sie sich gerade geheilt hat, ein bisschen, aber okay. So. So, und ihre Ultimate werde ich mir jetzt ja auch bewahren. Weil er ist gleich weg. Ja. 15 Minuten, wir haben erstmal die erste Phase abgeschlossen. Au! Oh mein Gott. Jetzt geht halt wahrscheinlich erst richtig los, ne? So. Okay, da war eine Menge Schaden. Ich heile aber schon. Ja, guck mal, wie viel Schaden die jetzt auf einmal machen. Die machen voll mehr Schaden jetzt auf einmal. Zerstören ein Schild um den Verstärk. Ja, zerstören den Schild, kein Problem, ne? Ist der Kreis noch an? Ja. Ich hasse jetzt, dass ich den Kreis hier nicht sehe. So. Ah, oh, das ist genau wie Gebhards Schild, ey. Ich hasse es. Muss ich erstmal auf. Er hat da so 80% unter seinen Lebensbalken. Ja, das blöde Ding hier. Ich muss hier dieses Schaden machen. Wenn das kaputt ist, dann geht das Schild, glaube ich, kaputt. Gebhard hier, einer der Charaktere, der auch mal am Boss war. Er hat auch so eine blöde Mechanik, das hasse ich. So, ist egal, wollte ich angreifen oder muss ich ihn angreifen? Ja, ist egal. So, meine alte Strategie steht dann also. Okay. Ich mag irgendwie nicht, wie sie die ganze Zeit auf eine Balken ist, hier auf eine Ladung von ihrer Zurückspulung. Oh Gott. Wir sind alle betäubt gerade, sehe ich. Okay, ich wollte schon sagen.
Robin. Aber die drücken mir jetzt noch so richtig rein, dass Robin nicht in mein Team ist, ne? Aber ich glaube, ich sehe, worauf das hinausläuft. Ja. Komm, wir rammen sie mit dem Zug. Wir haben ihn mit den. Ja, genau. Wir haben so eine Bonusaktion wie in einigen anderen wichtigen Bosskämpfen. Drücke, um langer Ton am fernen Horizont einzusetzen und Gegner anzugreifen. Also ist Robin doch indirekt dabei. Okay. Ah, ist genau wie in den. Ja, das ist definitiv. Könnte halt echt der letzte Bosskampf sein von Pinakuni? Er hat irgendwie halt gleiche Climax hier wie so. So einige andere wichtigen Bosskämpfe in diesem Spiel. Hat auch immer so eine Hilfsaktion. Im ersten Planeten hast du so einen riesigen Roboter, der dir hilft. So eine riesige Faust aus Stahl. Die auf den Boss niederprasselt. Im zweiten wichtigen Bosskampf hast du hier Dan Hang in seiner Drachenform, der dir weiterhilft. Ich glaube, das könnte ja das Ende von Pinakuni sein. Echt jetzt? Weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich würde ja noch mehr hier sehen. Okay. Und immer noch voll lang, um die alle zu erledigen. Ah, machen wir den ja. Hat noch nicht mal voll geheilt bei Fushuan. So. Es war sich nur, wenn ich immer das Ding sie einsetzen sollte, ne? Das Ding ja. Nimm das. Ich hole einfach meinen Zug um die Ohren. Das ist genau wie in Kingdom Hearts 3, das ist auch so ein riesigen Zug hier als Beschwörung. Sehr cool. Da ist der Ring. Ich kann ihn gar nicht einhelfen. Gott. Au, au. Ah! Oh mein Gott, der Fushuan beinahe gekillt. Warum? Oh nein, ob das so gut war. Sein Schild ist jetzt noch an. Okay, gut. Ja, machst du mal dein Ding hier kaputt hier, wenn es geht. Ja, und Fushuan. Der hat schon wieder ein Schild direkt. Nein, ich habe mein Dings nicht. Mein Schild. Gott. Ah. Kampf ist irgendwie nicht leichter geworden, habe ich das Gefühl. So, ich brauche mal Dinger hier. Ich habe das Gefühl, ich gewinne, wenn ich den Zug oft genug einsetze oder so. Weil jedes Mal kommt eine neue Voice Line irgendwie. Ah, ho, ho. Nein, ich habe mein Ultimate Rad mit dir eingesetzt. Boah. Oh, danke. Was ist denn das für eine Zustandsveränderung, wenn ich sofort wieder rausgekickt werde? Das Spiel ist ganz schön schwierig, ey. Wow. Wie viel Schaden Fushuan nimmt. Wie Schaden sie erfrisst von den anderen Charakteren. Ist
halt so nervig, dass hier so viele Gegner sind, ne? Haben wir Optimus Prime oder Septimus oder wie auch immer du heißt. Au, au, au. Aber ich hatte aber noch ein Schild, ne? Ja, cool. Trotzdem schwierig. Wen bräuchte ich? Jemand. So, ah, ich habe gerade dein Dings beinahe erledigt, du Stück. Ich glaube, ich soll teilen. Nur auf Nummer sicher. Ein bisschen Fußschwanz zu entlasten hier. So, Zeit für den Zug. Aha. Wie soll man das hier ohne Fußschwanz schaffen? Das war brutal, ja. Ich kotze dazu an, ich kann den Kreis nicht sehen. Ne? So, her damit. Boah, damit hat sie ihren Schild kaputt gehauen, was? Noch haben wir ein Stück. Gib mir dein Schild. Kampf dauert trotzdem so lange. Ich glaube, ich will mir halt aufbewahren. Aber was soll's. Zack. Sie machen aber dicke Schaden. Ja, 10 Schaden, 10%. So, und hier greife ich einfach hier die gebrochenen an, ne? Für den meisten Schaden, nehme ich an. Und jetzt kommt der Superzug. Da kommt aber auch jedes Mal ein neuer Text, ne? Ah, ich habe ein Schild. Da stand gerade 11.000. Und danach kommt immer noch eine Phase. Vielleicht sollte ich mal die anderen Bosse irgendwann zeigen, die früheren Bosse. Irgendwann, ne? Wenn wir hier wieder fertig sind mit der Story. Ich mal zwei, wenn ich Final Fantasy 7 fertig habe. Ich halte mich lieber. Okay, ich war schon lange, nicht dass ich schon wieder hier eingeschläfert das. Ha, könnte der längste Kampf aller Zeiten sein, ne? So, diesmal bewahre ich mir ihre Ultimate auf. Oh. Ah, jetzt kommt nichts Neues mehr. Nein. Okay, diesmal war der Zug auch viel schneller. So. Ja, jetzt kommen wir links einsetzen. Jetzt kommt sie wieder in der Ladung. Alter, wieso schafft sie jetzt das Ding so viel abzuziehen? Weißt du, ich soll den sein Schild kaputt machen, um mich zu beschützen. Aber dann tut er noch ein Schild um sein Schild reinpacken. Ja, voll gestört. Aha. Ja, gerade erst mal wieder aktiviert. Aha. Okay. Ich meine, die Atmosphäre ist zwar richtig cool, ne? Aber der Kampf ist voll bockschwer. Da ist er schon wieder. Ich glaube, ich sollte mich eher auf die anderen Minions hier konzentrieren. Bei denen zu erledigen ist irgendwie. Dann bringt es irgendwie nicht so, habe ich so Gefühl. Dann können wir uns wieder um die anderen Leute hier. Ja. Und mal Archerons Dinge reduzieren, ne? Erhöhen meine ich.
Oh Gott. Das war unsere ultimative Attacke. Na, komm mal her. Mach mal alle von denen. Und dann du, Atron. Ah, die nehmen kein Charming im Bildschirm. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Ah, ich habe gerade mein Schild aktiviert. Ha. Ja, trotzdem so viel Schaden gegen sie gemacht. So, müssen wir mal heilen. Tut sie nicht mal annähernd hoch, eine. Nein, der Schild ist nicht. Oh. Ja, wenn er ein wöchentlicher Boss ist, dann wird er aber nervig, wenn ich den immer wieder machen muss, jede Woche. So, letzte Phase, glaube ich. Ne. Ja, bringt eigentlich nichts hier, den seine Dings zu reduzieren, ne? Ah, oh. Ah. Gott. Ich mach den nichts an Scham, weil der sein blödes Schild hat. Ah, diesen Kampf. Ich mach den keinen Scham, weil er sein bekacktes Schild die ganze Zeit aktiviert hat. Au, 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 Gott. Das sieht schmerzhaft aus. Oh Gott. Wenn er einmal mehr geschwungen hätte, ne? Oh Gott. So, der ist immer noch nicht tot. So, mein Zug war ich mir noch auf hier. Oh Gott, setz nicht dein Schild ein. Ey, du willst mich auf den Arm nehmen. Ich krieg den nicht runter. Ich tue die ganze Zeit sein Schild aktivieren. Boah. Komm mal, ich dazu ihn anzugreifen. Der Sack. Muss mir schon Zeit geben, ehrlich, auch kaputt hauen zu können. Gibt's da einfach nicht. Meine Güte. Mein fertig. Aber ich hatte alles vom Also, da muss ich den gesamten Kampf noch mal neu machen, ne? Philosophie Sonntag. Hey, was ist das denn? Final Fantasy Endboss? Oh, wenn eine Schicht des Widerstands eines Gegners bricht, erhalten alle Verbündete eine bestimmte Menge an Schild. Okay, aber du hast eine Schwäche gegen alles, sehe ich gerade. 9 Schilde.
Sprich so viele Schilde des Widerstand der Gegner wie möglich, um mein Schild für alle Verbündete zu erhalten und den Schaden von Anfang war die Tat zu verstehen. Oh nee. Oh Gott. Ja, ich muss aber das hier einsetzen. Aber das hat irgendwie kopiergeschützte Musik. Oh Gott. Oh, wenn ich da nicht rechtzeitig kaputt haue, ne? Okay, 3, 7, okay, ich sehe. Okay, einfach drauf, einfach drauf, einfach drauf. Einfach drauf. Wenn der hat mich one-shottet, ne? Okay, ich doch nie im Leben rechtzeitig kaputt. Da brauche ich so Charaktere wie Esther oder Sampo, die mit einem Schlag hier voll viel Schaden machen. Ja, das war unfair, da kommt schon direkt wieder dran. Okay, Fußschwan, mach dich bereit für den Impact. Okay, noch einmal, komm. Ja. Ich habe 13.000 Schaden, ist das genug? Schild meine ich. Oh Mann, oh Gott. Out. Oh. Ist das alles, was du ja machst? Mir sagt mir das alles, was du machst. Oh Mann. Okay, dein Schild hat sich aber nicht aufgeladen wieder. Also er ist nicht wieder auf 4 9 Schilde. Ja. Übrigens, keine Ahnung, was hier rein passiert ist, storymäßig, ne? Was hier so passiert ist, irgendwie so, weiß nicht. Ein bisschen zu krass hier alles. Ich habe so das Gefühl, das ist irgendwie symbolisch und irgendwie eine Erklärung, was hier alles passiert. Aus irgendeinem Grund kommt Robin auf einmal, ne? Ja, ich habe nicht aufgepasst, wie viel das Schild ich letztens hatte, wie viel ausgereicht hatte. Ich meine, wie schnell er dran kommt. Er kommt manchmal 2, 3 Züge hintereinander. Das ist voll unfair. Ja, ich habe 19.000 Schilde, sehe ich da unten. Der letzte Angriff hat voll weh getan. Also habe ich die Hand von eins der Eons, ne? Ja, okay. So, ich hatte 19.000 Schaden. Das heißt, ich brauche so 15.000 Schaden, um den Angriff hier abzuhalten und keinen Schaden zu bekommen, ne? Ja, ist die Phase ja voll einfach eigentlich, ne? Alter, voll komisch. Dann möchtest du ja hier, du möchtest ja 2 verschiedene Teams hier. Irgendwie eine Chance zu haben, ne? Weil das Team, was du am Anfang brauchst, ist ja voll unterschiedlich zu dem, was du hier brauchst. Okay, aber das ist chillig. Ich finde das chillig. Die Phase ist chillig. So, hier sammeln wir mal Bonk. So, hier sammeln wir erstmal wieder ein paar Dinge. Ja. Sammeln wir unsere Fähigkeitspunkte, ne? Weil wir brauchen die jetzt alle, ja. Aber zum Glück ist dagegen alles anfällig. Das war vielleicht gegen jeden Schadensart hier anfällig. Okay, ja, jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, das schaffen wir ja locker. Das ist wie wenn er in Final Fantasy gegen Bahamut kämpft und der seinen Countdown startet. Nur in schlecht. Okay. Oh, ich kann es kaum erwarten, bis mir YouTube eine Copyright-Warnung hier gibt hier für den Song, der im Hintergrund läuft. Wenn man sagt, dass er hier, oh, hör mal, da ist voll die Musik, die mögen wir ja nicht. So. Komm her, du Embryo. Sie verstummt die Musik einfach. In meiner Welt gibt es keine Musik.
Ich habe 29.000. Ja, wow. Nimm das. Ah, Dreck. Ich dachte, er wird reichen. Na komm her, schnell. Weißt du was? Hier. Den Zug als Finisher. Nimm das. Oh mein Gott. Boah, das war ein 40-minütiger gottloser Arbeitstag. Mein Gott, da war ein 40-minütiger Boss gerade. Sparkle. Sie war auch am Schlafen? What's in finale? ある楽園が崩れ、ある世界の主が変わり、ある体が朽ち果て、ある励ましの群れが集まり、バイオ、そしてあるアイオンが再び眠りについた。それによって喜ぶ人もいれば悔しがる人もいる。 また、すべてを見届けた人も、彼らは宇宙の尺度から見れば取るに足らない存在で、今回、祖は尊厳を持って死んだと言った。銀河は純粋なる夜明けを迎え、激しい嵐が形を成し始めた。すべてを琥珀の王に捧げようという声はますます高まっているが、 人々がどれだけ見つめようと、クリフォトに巨大なハンマーを振り下ろさせることができるのは時間だけ。それは永遠に止まることなく繰り返される。今回の請求列車の物語はひとまず終わりを告げた。しかし時間は前に進み続け、開拓の旅も 新たなショーの幕を開けようとしている。お兄ちゃん、お星様もいつか死んじゃうの？どうしたんだい？急にそんなことを聞くなんて。だってあの小鳥の形をした星座が少し暗くなった気がして。 Der peinliche Adler? ピノコニーからだと春と夏が交わる時にしか見えないんだ。でもさっきの質問の答えは、僕は 星も人と同じように死ぬと思う。ところでロビン、知ってるかい？どの星の光も今のものじゃないらしいんだ。僕たちが見てる星空はずっと前に星が放った光なんだって。その光は星が死んだ後も数百万光年の旅を続け、数百万年の時をかけて 他の世界の夜空を照らしてる。
僕たちの楽園にも同じように光る星が一つある。その星が照らす時間は永遠。その名前は幸福だ。違うわ。一つだけのはずない。きっと二つ。うん、空いっぱいの星に決まってる。うん、そうだね。 Pinacoli, Land der Träume, Ende. Honkai Story. Diesmal echt. Fragezeichen als 7. März. Ich wusste nicht, dass das Weltrichternamen ist hier. Hm. Alles klar. Cool. Ich glaube noch nicht, dass wir hier fertig sind. Boah, das ist ein junger Forscher von Antiasen. Was? Schon mal aus der Surina Uhr-System. Das ist ein Gedanken. Oder da beginnen wir schon. Okay. Ach, das sind die, die Namenlosen, ne? Ja, ich werde nicht alles vorlesen. Ich verlese mich sowieso die ganze Zeit. Inzwischen kann ich lesen. Unser Planeten Lushaka. Hey. Also da, wo wir hinfliegen wollten in unserem Traum. In irgendeiner Ecke. Wir sind gleich fertig mit Pinacoli. Wie lange hat das gedauert? So 30 Parts? Möge diese Reise um zu den Sternen führen. Oh, Epilog. Ne. Reden wir noch mal mit allen möglichen Leuten hier, ne? Wahrscheinlich. Jade. Also diese eine Lady. Die kommt auch bald als Charakter, glaube ich. Ja, und anscheinend ist Aventurin am Leben. Oh, hat Argentino ihn rausgeholt? Ist der Obermacker von den Leuten oder Obermackerin, keine Ahnung. Das ist der eine aus Fire Emblem Engage. Okay, 10 gibt's. Jade, Topaz und Ina haben wir schon getroffen. P46 に昇進させる方にかけよう。
Kimi ga aite ja nani mo kamo ushinau koto ni nari kanenai. Ma, asobi de kakeru nara. Sou da ne. Boku tachi ga hajimete atta toki to onaji you ni kono inochi o kake yo. Omoshiroi janai. Demo kikkyoku wa Diamondo ga kimeru koto da kara. Dare mo jizen ni kotae o shiru koto wa dekinai wa. Ima Pinokuni ni mukatteru no. Ato no koto ga katazuita ra, isshu ni Pia Pointo ni modotte kotae awase o shimashou. Boku no hou wa shibaraku nani mo surukoto ga nasasou da ne. Kore wa kyūka o tanoshinde kamawanai tte koto kana? Ee. Watashi to Topazu ni makasete chōdai. Okagesama de hisui ga family no kyōten ni hakobi komareta shunkan, company no junbi wa totonotta kara. Maita tane wa sude ni ne o hari. Foreshadowing. Die FK der Superbösewicht hier am Ende. Oh ja? Kyō wa kono hen ni shite oko. Chotto okyakusan ga kita mitai da. Kyō wa mezushii koto ga tsukuna. Hotel. Junkai Ranger ken shimei teihai han ga mizukara yatte kuru nante. Kimi, company no kantai no mae de shain o futari koroshitaro. Sore ga nani o imi suru no ka wakatteru no kai? Hori Ubo. Aisura ni wa chotto nemutte moratta dake da. Sonnan de otosotta tte muda da ze. Ore ga taoshita company no inu no kazu wa anta ga imamade shibori totte kita yojou kachi yori ooi kara na. Teihai sho ni ikutsu ka zero o tasareta tokoro de itaku mo kayuku mo ne. Jitsu wa anta ni kikitai koto ga aru nda. Shoujiki ni kotaete kure. Samonaito. Ima koko de ore no dangan to kisu suru koto ni naru. Oswaldo Schneider wa doko ni iru? Das ist doch irgendwie, ich glaube, das ist einer von Honkai Impact. Ich höre da immer irgendwie was. Oder macht einen Tag. Okay, anscheinend sind wir ja noch nicht komplett fertig. Okay, wir sind aber fertig mit allem, was wir jetzt gerade haben. Schatten der Harmonie. Oh, da können wir unseren Hauptcharakter, glaube ich, wieder. So, und ich habe jetzt eine Menge Sachen hier. Neue Träumpass-Seite freischaltet. Danke. So, ich kann meinen Hauptcharakter hier. So, checken wir mal ab, was hier alles so los ist. So, Oswaldo. Irgendwie, da habe ich irgendwie so was von gehört. Das hat irgendwie was mit ihm jetzt zu tun. Hier, wo ist er? Hier. Luchao oder Lucha. Das ist so ein Typ, den haben wir auf dem zweiten Planeten getroffen. Und er soll, glaube ich, irgendwie einen Charakter aus Honkai Impact Third irgendwie ähneln. Und er soll, glaube ich, sogar der gleiche Charakter sein oder irgendwie sowas. Und er läuft die ganze Zeit mit so einem Sarkophag durch die Gegend. Und Welt hat den auch irgendwie, glaube ich, schon mal begegnet. Und irgendwie hier in Unterwelt, ich warte mal, wo sieht man den, seine Art hier? Ich glaube, hier irgendwo, ne? Unter Figurenprobe. Hier. Da oben links, da sieht man ihn ja auch, ne? Welt irgendwie. Welt hat irgendwie so voll wichtige Charaktere irgendwie in seinem Ding drinne. Und da oben links, da sieht man ihn auch. Und irgendwie gibt es eine Verbindung zwischen den beiden. Und ich glaube, den Namen Oswaldo habe ich irgendwie gehört. Das ist irgendwie ein Charakter aus Honkai Impact Third. Und da scheint auch irgendwie so was Ähnliches am Laufen zu sein. Ich weiß es aber nicht genau. Aber ja, keine Ahnung. Jedenfalls, irgendwas ist da mit ihm. Ich glaube, Oswaldo ist ja irgendwas mit diesen blonden Typen da. Besiege ein Embryo der Philosophie sonntags. Zerstöre alle Ich aus aller Träume, bevor der sammle genug Schild, um den Schatten auf der Sonntag abzuwehren. Und dann ist es Montag. Alles klar. Cool. So. Wir tun unseren Hauptcharakter hier mal hochleveln. Ne? Er hat jetzt ein Idol bekommen. So.
Fertigkeitsstufe und Talentstufe. Und man kann auch mehr von den Dingern bekommen, wenn man die Glocki-Statue hier hochlevelt, glaube ich. So, was hat sich erhöht? Okay, okay, die beiden Sachen, cool. Hätte ich vielleicht eher gebrauchen können, ne? Hat sich um 2 Level erhöht bei jedem. So, dann haben wir hier wieder ein paar neue Quests und so, ne? Aber da gucke ich mir alles später an. Ich bin ein Mitglied der Überprüfungsdienste, Bluthunde, Botjagd, das ist alles an einem. Die geben uns dann immer neue Quests und so. Oh, wie geht's dir? Dein Outfit war einfach überwältigen. Als Zeichen unserer Fälschung haben wir ein besonderes Geschenk für dich vorbereitet. Ich komme sofort mit. Geschenke? Moment, ich komme schon. Okay. Das sind sozusagen jetzt hier Quests, jetzt hier. So, und jetzt kann ich endlich diese Quest hier machen. Dann kann ich endlich den Lichtkegel hier freischalten, der für Robin ist. Und das Material hat man hier bekommen. Was kriegt man noch hier alles? Puh. Ich habe ja letztens diese ganzen Materialien offscreen gefarmt, ne? Oh, guck mal, wie viele Dinger ich hier noch bekomme. Boah. Ich werde so viele Punkte haben für Dings hier, für... Nein, nicht. So, das sind wieder Sachen. Schicksalskreuzungen, da sehen wir die ganzen Quests hier, ne? So, ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht komplett fertig im Pinakuni. Ne, da kommt definitiv noch was. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich bin ich der Einzige, der irgendwie denkt, dass irgendwie die Cutscenes und die Szenen ein bisschen zu episch sind. Irgendwie kommt mir halt so ein bisschen zu krass vor. Ich meine, es ist natürlich cool, dass das irgendwie ja so... Oh, ich kann die Glocke-Statue wieder hochleveln. Ich meine, es war cool, dass da so geile Szenen und so was alles sind, aber ich habe ja gerade hier gegen mehr oder weniger gegen Gott gerade gekämpft. Und Robin und Sonntag sind vielleicht tot oder vielleicht auch nicht. So. So. Kann ich dann? Okay, ich direkt nochmal 2 von diesen Dingern, cool. So, und jetzt. So, und das Ding habe ich maximiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier Punkte reinpacke, dann kriege ich irgendwie Geld. Cool. Wo ich das nicht so brauche. So, direkt mal die nächsten beiden Idol los, ne? So, wenn ein Turnweiser auf dem Kampffeld ist, wird der Bruchfeld aller Verbündeten außer ihm selbst um 50% seines Brucheffekts erhöht. So. Ultimate und Standardangriffe hochgelevelt, ausgezeichnet. Ich weiß noch nicht, wo mein letzter Jahr kommt. Wird den Anzahl der zusätzlichen Schaden der Fertigkeit um 2. Okay. So, damit ist er jetzt eigentlich schon fast maximiert, bis auf die Sachen. Gut. Oh, Entschuldigung, ich habe den sogar getroffen. Na gut, ich tobe mich dann hier noch so ein bisschen aus mit einigen Sachen, die ich jetzt freigeschaltet habe, ne? Hier die Events und so, die werde ich natürlich wieder offscreen spielen, weil hier bin ich ja schon fast fertig, ne? Ich habe ja extra Gas gegeben, damit ich hier mal endlich mal vorankomme. So, ihn haben wir noch nicht gespielt, ne? Bevor wir hier vor die nächste Gacha beginnt, ne? Müssen wir ihn natürlich hier mal ausprobieren, damit man sieht, was er so drauf hat, ne? Mit ihm sind wir ja schon rumgelaufen, aber es kam noch nie zum Kampf, ne? Okay, fordert ein Gegner zu einem Duell raus und wird nach dem Sieg verstärkt. Mächtige Fähigkeit für Gegner mit Schwächebuch zusätzlichen Bruchschaden. Das ist schon wieder Bruchschaden. Ich kann nicht runter. Ich kann nicht da runter. Okay. Okay. Na, gucken wir mal, was er so drauf hat, ne? Bevor wir ja die nächste Gacha irgendwann haben. So, geringen physischen Schaden zu. Aktiviert tödliche Konfrontation. Nachdem das Ziel von tödlicher Konfrontation besiegt wurde oder Schwächebuch erlitten hat, erhält Butter Trumpf in der Tasche und tödliche Konfrontation wird aufgehoben. Butter erhält einen verstärkten Standardangriff. Und die aktuelle Runde wird nicht beendet. Physischen Schwäche zu. Verursacht beim Ziel massiven physischen Schaden, verzögert dessen Aktionen. 5 Bohnen, eine Schote. Trumpf in der Tasche, hält den Widerstand. Okay, zeig mal. Was? Er tritt ihn anstatt seinen Revolver zu benutzen. Ja. So. Mein Gott, alle haben sie ja knarren. Müssen ja noch Topaz dabei sein, ne? Dann hätten wir alle die Pistolen. So. So, Zeit für ein Duell.
Okay. Alles klar. Dann sag mal, ja, was du noch drauf hast. Ah, cool. So. So, ich werde ich aber nicht sprechen können. Na, guck mal. Okay. Ich meine, ist cool, ne? Oh, er hat ihn. Okay, er hat ihn aggressiv gemacht anscheinend. Ja. Mal ein bisschen hier. Von daher haben wir ihn noch gar nicht gesehen. So, ich wollte die eigentlich ein bisschen öfter benutzen. Aber ich habe die ganze neue Charaktere benutzt. Okay, ich verstehe nicht, warum dann extra neue so eine Szene kommt hier, wo ich auswählen muss, wen ich hier anschließen will. Okay. Ich meine, er ist schon cool, aber ich mag meine Waifus. Ich sehe gerade, er hat irgendwie so drei Dinger da. Ha. Zum. Er hat gesehen, auf den Steckzettel war irgendwie ein Bild von dem Ding. Okay, das war cool. Auf den Steckzettel war das Bild von dem Typen. Ist das bei jedem Gegner so? Da wär ziemlich cool, nämlich. Zeig mal. Was? Warte mal, guck mal auf den Steckzettel. Ja. Ja, komm. Geil, ist das bei jedem Gegner so? Okay, der hat schon Style, der ist schon cool. Ach, aber ich Glühwürmchen will ich eher haben und Rune May. Aber er ist schon cool. Er ist definitiv ein Charakter, für den ich hier rollen würde. Irgendwann später in Zukunft. Aber ich muss meine Punkte auf. Ich muss meine Punkte sparen. Es geht halt nicht anders. So. Wir sind im Pinakuni fertig, obwohl wahrscheinlich noch nicht. Ne? So, nee, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ist irgendwie. Bin ich der Einzige, der irgendwie denkt, da ist irgendwie zu episch hier, was hier immer passiert. Ich komme irgendwie gar nicht so richtig klar, was irgendwie hier mir erzählt wird. Mir kommt halt alles zu viel zu symbolisch vor. Und du musst irgendwie, weil nicht, du musst so richtig investiert sein in die Story. Du musst so richtig so hohen IQ haben, ne, um überhaupt mitzubekommen, was irgendwie also alles passiert. Ne? So, oh, ganz offensichtlich ist. Ich meine, Aventurin ist ja gerade so aufgetaucht. So, oh, ganz offensichtlich hat er überlebt, ne, dass er da irgendwie da in diesen Ding hier reingelaufen ist, was hier Achon kreiert hat, diese Nachwelt. Da war nur symbolisch oder so. Und ja, ich weiß, das hat irgendwie was damit zu tun. Sie ist ja irgendwie so eine Wächterin, die irgendwie Leute aus dem Traum hier so irgendwie rauszerrt oder so, ne? Oder in so eine Übergangswelt. Das ist mir alles so hoch. Ich bin so dumm für dieses Spiel. Und ich habe so die Angst, dass das irgendwie genau ablaufen wird wie in Genshin irgendwie. Hat die immer weiter irgendwie hier, weil in Genshin kommt mir halt nämlich immer so vor, als würden die irgendwie ein bisschen zu sehr die Story so im Moment erzählen, ne? Also die haben nicht irgendwie eine Ahnung, wo genau sie hin wollen mit ihrer Story und was so hier sowas Endgame ist oder so. Ich außer alles kommt irgendwann so zusammen im Endgame, ne? Aber die stellen immer mehr neue Charaktere vor, die dann irgendwann nicht mehr vorkommen, ne? Und letztendlich hast du dann so einen Haufen Charaktere, die dann irgendwie nichts mehr zur Story beitragen, obwohl die irgendwie zu irgendeinem Punkt irgendwie voll krass waren. Ne? Hier zum Beispiel Achon. Ne? Achon hat hier ist ja voll irgendwie der mächtigste Charakter, der bis jetzt hier irgendwie vorgestellt worden ist. Ne? Was hat sie für einen Einfluss zum Beispiel auf die zukünftige Story dieses Spiels? Ne? Und wenn sie keinen Einfluss auf die zukünftigen Einfluss dieser Story hat, dann warum
warum sie überhaupt vorstellen, ne? Warum sie überhaupt hier in die Story einbinden und so stark zu machen, ne? Wenn sie irgendwie alles soloen könnte hier in Zukunft, ne? So. Wir sind aber wirklich hier fertig, ne? Ja, dann ist die Begleitermission, die will ich vielleicht auch noch mal machen. Das Problem ist, ich glaube, die Story wird noch nicht upgedatet im nächsten Patch. Also wenn Glühwürmchen in der Dings vorkommt, in der Gacha. Das heißt, die Story wird wahrscheinlich noch nicht weitergehen, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube noch nicht. Und ich will natürlich hier Glühwürmchen noch mal benutzen oder Roommate, falls ich sie bekomme. Ich werde definitiv aufnehmen, meine Gacha-Runde. Ich mache das so wie mit Robin damals machen. Ne? Ich werde natürlich mich aufnehmen, wenn ich hier die Gacha am Pullen bin. Ne? Und ich werde da dann irgendwann dann so dranhängen. Und was ich dann wahrscheinlich machen werde, ist, ich werde wahrscheinlich hier die Begleitermission von Sparkle machen, ne? Weil erstens ich mehr über Sparkle herausfinden will und zweitens da ist zum Beispiel auch noch, ne, was ist mit Sparkle jetzt eigentlich, ne? Die hat jetzt irgendwie auch gar keine Rolle hier, ne? Sie kam auch irgendwie so rüber wie so ein Endgame Charakter, ne? Kommt sie irgendwann später noch mal vor, man weiß es nicht, ne? Und da ist immer so die Sache, ne, weil irgendwann später, wenn da neue Charaktere vorgestellt, dann wird mehr auf die fokussiert, ne? Wenn wir auf den nächsten neuen Planeten gehen, dann kommen natürlich wieder vollkommen neue Charaktere und dann fokussiert die Story sich hier auf die Charaktere. Ne? Ich meine, wir haben jetzt ja nicht viele Charaktere von früheren Planeten gesehen. Ne? Wir haben jetzt hier Topaz haben wir mal einmal kurz gesehen. Wir haben den General gesehen, welcher nicht wirklich da war, ne? Weil das nur ein Traum war. Und ne? Also wenn wir auf den nächsten Planeten gehen, dann wird die Story wieder sich um andere Charaktere drehen und die Charaktere, die vorher vorkommen, auf die wird gar nicht mehr fokussiert, ne? Und ich hoffe, das wird nicht der Fall sein, ne? So wie in Genshin, ne? Weil bis jetzt ist das Spiel gut. Bis jetzt ist das Spiel ziemlich gut. Aber ja, so. Also mein Plan wird jetzt erstmal sein, ich werde jetzt erstmal hier die ganzen Events hier alles spielen zu Ende, ne? Weil ich es jetzt kann endlich, ne? Ich werde die 4 Tage warten oder ich weiß nicht, wann die nächste Gacha beginnt. 5 Tage, ne? Dann werde ich anfangen hier zu pullen für Glühwürmchen, welche ich auf jeden Fall bekommen werde. Dass ich meine, ich habe genug Punkte. Ich bin nicht selbstbewusst, das ist einfach nur ein Fakt. Ich habe genug Punkte. Ich kann sie nicht bekommen. Nur ob ich Runemane noch bekomme, das ist eine andere Frage. Aber zur Not habe ich noch viele andere Möglichkeiten, noch an andere Punkte zu kommen. Ich habe hier noch hier diese ganzen Dinger hier, die man nach jeder Gacha bekommt. Ich kann auch zur Not 30 Puls hier rausholen. Also ich. Meine Chancen sind ziemlich gut, beide zu kriegen. Aber guck mal, was passiert. Ne? Und jetzt spiele ich gleich auch noch hier, also gleich irgendwann. Ich hab keinen Bock mehr heute. Irgendwann spiele ich doch diese Events hier zu Ende. Da kriegst du noch mehr von diesen stellaren Jade, also ja Puls. Ne? Also da wird noch eine Menge kommen. Ne? So, ich werde dann, wenn die Gacha anfängt, ich werde dann die aufnehmen, die Gacha. Ne? Und dann werde ich wahrscheinlich, nachdem ich die beiden Charaktere gepult habe. Oder einen jedenfalls, ne? Wenn ich einen Charakter gepult habe, werde ich dann auf jeden Fall diesen Charakter erstmal leveln, ne? Weil ich bin jetzt hier schon die ganze Zeit hier meine Erfahrungspunkte und so am Sparen, ne? Extra für Glühwürmchen, die habe ich hier für keinen ausgegeben. Und ja, die werde ich locker auf Level 80 bekommen, ne? Und ja, dann werde ich wahrscheinlich wieder einen Schnitt machen und nachdem ich fertig bin, diese Charaktere zu trainieren, werden wir dann wahrscheinlich die Companion Quest von Sparkle spielen. Wenn ich auf das Ding immer drauf gehen würde. Ne? Damit wir auch von den Charakteren irgendwie noch was haben. Ne? Damit wir die mal in Action sehen. Ne? Nicht, dass ich hier auf einmal habe und wir haben halt nichts mehr von denen. Ne? Weil die Story von Dings hier schon vorbei ist oder so. Ne? Und ja, aber für heute würde ich sagen, das war's. Ne? Wir haben wieder so 1 Stunde und 8 Minuten hier aufgenommen und heute sind wir fertig geworden mit Pinakuni, ne? Vielleicht, weiß ich nicht, ich weiß nicht genau. Scheint jedenfalls noch so zu sein, als würde es da weitergehen, ne? Meine Charaktere haben irgendwie nichts irgendwie hier geredet über die Story oder so. Passiert irgendwie halt, wenn ich jetzt hier in meinen Wagen zurückgehe, nee, ne? Ich dachte, hier auf einmal voll die wichtige Cutscene oder so passiert, ne? Und ich nehme die nicht auf. Also ja, oh, Runmei. Das ist auch ein Charakter, den ich haben will. Sugni karete shimau yō desu ne. Jitsu wa ima saki hokotta jōtai no hana wo
永遠に残せるような培養技術を研究していまして。Ja, sie ist irgendwie eine, sie ist eine Wissenschaftlerin, so eine Bio-Wissenschaftlerin, irgendwie so halt. Ja, sie ist auch ein Charakter, der, glaube ich, in der nächsten Gacha vorkommt, und sie will ich unbedingt haben. Mal guckt sie euch an. Boah. Ich werde noch irre, ja. Sie ist auf einmal wärmer geworden, und bin das nur ich. Na, lass mich in Ruhe, okay? Ich kann auch mal für einen Charakter simpen, okay? sonst bin ich immer voll der Unschuldsengel, okay? Warum nicht ein paar Trockenblumen bestellen, herstellen? Sie erinnert mich ein bisschen an Hertha, nur halt älter und ja erwachsener und ja mit dem Körper einer richtigen Frau. Ah, weiß ja nicht, man weiß ja nicht, wie Hertha wirklich aussieht, ne? Man sieht ja immer nur ihre Puppe. Okay, gut. Ja gut, dann sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Ich werde mich hier noch in den nächsten Tagen austoben, um die Events hier abzuschließen. Und ja, cool. Dann sehen wir uns dann wieder, wenn es hier weitergeht, ne? Ich weiß nicht, wann das sein wird, ne? Aber aufnehmen werde ich definitiv irgendwann in den nächsten Woche, ne? Wenn ich die Gacha spiele, wann es dann irgendwie storymäßig weitergeht oder irgendein anderer Questmäßig hier weitergeht, weiß ich nicht. Aber irgendwann sehen wir uns schon wieder, ne? Irgendwann, ihr könnt mir nicht entkommen. Irgendwann sehen wir uns wieder, ne? Also ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann ja, ihr wisst schon, ne? Okay, ciao. Was ist das? Was passiert, wenn ich da aufdrücke und es ist kaputt. Sie war alles andere, was ich anfasse. Ciao.